Die Zeit der Schwerindustrie im Ruhrpott ist ja nahezu Vergangenheit und es gibt viele schöne Orte mehr, die entdeckt werden wollen. Und in der näheren Umgebung des Potts natürlich auch. In dieser Folge mal wieder ein Straßenspaziergang durch Bereiche ehemaliger Industrielandschaften. Wie viel der industriellen Vergangenheit ist in Straßen und Siedlungen entsprechender Gegenden noch zu erkennen oder wie hat es sich verändert? Zum Beispiel die Umgebung des Landschaftsparks Hohe Wart in Herten. Deshalb ging es in Herten los, bis zum Stadthafen am Rhein-Herne-Kanal in Recklinghausen, wo mich das Umspannwerk besonders interessierte, und wieder zurück. Zum Abschluss noch ein Stück über die Haldenlandschaft bis zum Ausgangspunkt.